Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Rift. Ja, in einer neuen Woche auf der Blutinsel nach wie vor, auf der wir bestimmt noch einige Wochen sein werden. Ja, beim letzten Mal haben wir mit diesen komischen... Was waren das überhaupt für Teile? Ich weiß es nicht mehr. Aber... sorgte mysteriösen Geiselstein. Ich erinnere mich, wir haben hier komische Eber und Krokodile getötet. Und die Nester. Und jetzt haben wir natürlich selbstverständlich wieder einen Riss an der gleichen Stelle. Ist also ganz praktisch, dass wir uns nicht dort wieder ausgelockt haben, sonst wären wir gleich angegriffen worden. Über die Woche hinweg war dort kein Riss, glaube ich. Das heißt, wir hatten jetzt einfach Pech. So, hier oben befindet sich eine Quest, die werden wir gleich mal mitnehmen. Erstattet Darius in der Glutwacht Bericht, um den Pfad der Hüter, der Flamme und die Fähigkeit der Nexus-Infusion zu erlernen. Aber wir können doch schon die Nexus-Infusion. Ah, gut, dass ihr da seid. Ja, gut. Das ist einfach nur Belohnungsbeutel der Glutinsel. Verteidigt den Quellbrunnen in üppiger Wildnis gegen Invasoren. Schmiedet das Eisen, solang's heiß ist. Das sind natürlich tägliche Quests hier. Aber eigentlich könnten wir die mal nebenbei annehmen. Vielleicht machen wir das jetzt. Ja, wir bauen es wieder auf. Weil wir nämlich diesen Stützpunkt hier jetzt auf jeden Fall im Gleichboden. Den Boden gleich machen. So. Ja, mir wurde der Vorschlag gemacht, und da muss ich natürlich die Zuschauer fragen. Neben unserem Stammzuschauer selbstverständlich, der den Vorschlag gemacht hat. Eventuell habt ihr es mitbekommen, mein Server wird. Mein Server, sag ich schon. Mein Kanal erhält eine Menge Inhalt durch den Stream, den ich jetzt aktuell führe. Und auf dem Stream kann theoretisch alles passieren. Also wir haben jetzt zum Beispiel vorletzte Woche für euch, also in der ersten Streamwoche, sag ich mal, haben wir Stardew Valley gespielt. Letzte Woche haben wir Valheim gespielt mit dem guten Klaber zusammen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, im Kampf können wir das tun, natürlich. Diesen Mittwoch habe ich jetzt erstmal noch nichts geplant, vielleicht einfach eine normale Woche. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass wir dort auch Rift spielen. Ich habe überlegt, ob wir... ob wir vielleicht meinen Twink spielen. Aber das Problem ist, dort werde ich ja dann möglicherweise... so ein bisschen spoilern, was die Gebiete angeht und so weiter und so fort. Wir haben eine neue Fähigkeit. Wow. Was für Leute hier? Ich weiß halt nicht, ob das überhaupt gewünscht ist. Wir werden mit diesem Char immer intensiv die Story verfolgen, vorlesen und, und. Mit dem Twink würde ich das natürlich im Stream überhaupt nicht machen. Ich weiß nur nicht, ob das gewünscht ist, weil es würde halt doppelt gemoppelt passieren. Es würde natürlich, das Let's Stream würde natürlich auch auf dem Kanal erscheinen. Mir wurde auch vorgeschlagen, dass wir mit dem hier einfach Risse machen. Oder andere Aktivitäten außerhalb von der Questreihe. Inis zum Beispiel, aber Inis sind schwierig, weil man findet auf dem Classic-Content nicht wirklich Inis. Bis zu 5 Feinden Luftschaden zu. Verringert die Rüstung bei jedem getroffenen Feind. Also ist das ein AOE. Den werden wir mal hier hinpacken. So. Verteidigt den Quellbrunnen der üppigen. Okay, wow. Das hat jetzt nur 1 von 20 erreicht. Das ist natürlich jetzt nicht so wirklich viel. Müssten wir jetzt sehr lange warten, oder? Wir können ja mal gucken, ob wir Seelen auf unsere Rüstung aufwerten müssen hier, also reparieren. Ah, verstehe. Euch alles Gute. Ja, genau.
Aber das müssen wir nicht. Also ich würde mich jetzt hier nicht hinstellen und warten. Das würde, glaube ich, zu lange dauern. Wir haben ja noch eine andere Quest. Die heißt Ansturm. So. Da wollen wir natürlich unsere anderen Quests erstmal machen. Rumbrüllen die Miezekatze. Und hier sind eine Menge Eber, die uns ans Kragen wollen. Ich glaube, wir müssen da irgendwie durch. Ja, wie gesagt, grundsätzlich ist es im Stream natürlich möglich, dass wir andere Spiele spielen. Ich habe unter anderem habe ich mir Minecraft installiert. Da könnte ich mir drüber vorstellen, ich möchte Stardew Valley weiterspielen. Und ich habe noch andere Spiele in der Steam-Bibliothek unter anderem, die ich auf jeden Fall da in dieses Programm mit reinnehmen möchte. Ich sage einfach mal ganz einfach salopp gesagt, Let's Stream ist eigentlich der komplette Gegenteil werden. Ist das richtig gesagt? Ich glaube schon. Kann das komplette Gegenteil werden zu dem Kanal. Ob das jetzt gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass das vielleicht nicht verkehrt ist, weil der Kanal wächst sehr, sehr langsam. Und das ist auch in Ordnung so. Aber ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn man auch etwas ein bisschen abwechselt. So. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, wie das die Zuschauer hier auf dem Kanal sehen. Ihr seid diejenigen, die meinen Kanal beobachten und gucken. Hoffe ich zumindest. Da bin ich einfach auf euer Feedback. So, ich werde wieder kurz warten, so dass ihr das hier ganz in Ruhe weiterlesen könnt. Traut nur euch selbst. Ich weiß jetzt gar nicht, war das eigentlich eine Hauptquest, die ich jetzt hätte vorlesen müssen? Oh, war ja. Ich habe es jetzt zwar so langsam gemacht, dass man es lesen konnte, aber ich hätte es ja auch vorlesen können, ne? Das ist eine Hauptquest gewesen. Oh nein. Kann ich das nochmal lesen? So findet freundliche Ja, Worte. genau. Ich bin Korvatiersch von den Hütern der Flamme und ich habe geschworen, die Quellbrunnen um jeden Preis zu beschützen. Mein Geiststein. Seit dem Angriff auf den Quellbrunnen vor einigen Tagen glaubte ich, ihn verloren zu haben. Danke, dass ihr ihn gefunden habt, mein Freund. Die Geister erzählen flüsternd von der Ankunft eurer Leute, den Wächtern. Wir Hüter haben geschworen, die Quellsteine auf der Glutinsel. Sie stellten direkte Verbindungen zu Nexus selbst dar und verfügten daher über unvorstellbare Kräfte. Eben deswegen müssen sie beschützt werden. Sie sind auch der Grund für das Risswachstum der, für das Riesenwachstum der Tierwelt hier in der üppigen Wildnis. Wir brauchen bei der Verteidigung der Quellbrunnen gegen die Verderbnis der Ebeneneindringlinge die Hilfe der Wächter. Aber ich kann verstehen, warum es so schwierig ist, eure Götter von der Wichtigkeit zu überzeugen. Bitte bringt mein Geiststein zum Brunnen der üppigen Wildnis und lasst ihm die Kräfte dort absorbieren. Vielleicht überzeugt der Stein eure Götter davon, Es zu ist helfen. eine raue Welt da draußen. Also, die Hüter brauchen unsere Hilfe und nicht andersrum. Und wir haben dort noch eine eingesponnene Vorräte. Hört sich jetzt erstmal nach Riesenspinnen an. Wäre nicht so geil. Aber natürlich gibt es in dieser Welt auch Spinnen. So, außerdem ist mir eine Frage vom Zuschauer, wie sagt man, erreicht worden. Ich möchte gerne in der Folge hier gerne darauf aufmerksam machen, weil diese Frage bestimmt untergeht. Und zwar hat der Zuschauer gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, seine Waffe aufzuwerten, beziehungsweise ich habe jetzt die Gefahr, dass es natürlich jetzt auf dem Bildschirm öffnet, aber ich möchte euch kurz das Kommentar zeigen, schräg vorlesen. Kleinen Augenblick. Damit ich das auch nicht falsch zitiere. So, kannst du herausfinden, wie man seine Beschwörungsmonster verstärken kann? Ich habe gemerkt, dass meine Elfe ist recht schwach gegen Mobs, aber auch in
PvP soll das, glaube ich, heißen. Die schafft nicht mal einen Solo-Kill alleine. Ich habe gelesen, es gibt erstmal Waffen, Schrägstrich Superwaffen, die man verbessern kann. Ich weiß aber nicht, ob die auch auf Beschwörungsmonster. So, das heißt für mich eigentlich. Wow, jetzt haben wir hier doch ein paar als am Arsch. Ich glaube, er redet von diesen Monstern. Monstern, sage ich schon. Begleitern. Hab aber keine Ahnung. Ich weiß, dass der Magier zum Beispiel auch, glaube ich, ein Elementar, je nachdem, welche Skillung er hat, rufen kann. Und dort gibt es auch, während man levelt, eigentlich eine Erhöhung. Weil, ich kann dir jetzt nur sagen, das ist jetzt meine Information. Wir haben auch die Möglichkeit, einen schwacheren Klingenkeiler zu berufen. Ich weiß gar nicht, ob man den jetzt hier noch sieht. Ja, den Klingenkeiler normal. Und dann gibt es den großen Klingenkeiler. Seitdem haben wir auch noch keinen anderen bekommen. Und das gleiche befindet sich in dem Düsterwolf. Der ist zum Beispiel direkt für PvP geeignet. Das wird auch daneben geschrieben. Und der Greif ist zu Distanzschaden gedacht. Beim Magier weiß ich ehrlich gesagt nicht bestimmt. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, keine Ahnung. Also, da müsste ich passen. Ansonsten, wenn du zu schwach gegen die Mobs bist, kann ich ehrlich gesagt nicht helfen. Also, du sagtest deine Elfe, glaube ich. Ich guck mal kurz rein. Deine Elfe, ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welche Skillung, ob du jetzt Jäger bist, ob du Magier bist. Ich weiß nicht, ich würde im ersten Moment immer erst auf die Skillung gucken und dann vielleicht noch die Ausrüstung angucken, ob die extrem schwach ist. Wenn man zum Beispiel Teile hat, die Stufe 2, 3, 4, 5 erfordern und du bist Stufe 40, jetzt mal ganz übertrieben ausgedrückt, dann sollte man vielleicht schauen, dass man seine Ausrüstung verstärkt. Wir haben hier übrigens noch ein Schmuckstück offen. Gerade auf. Kriegen wir irgendwann nochmal ein Schmuckstück? Und wir sollen unser Siegel austauschen, glaube ich. Ich habe das hier noch drin. Das hier ist schon besser, aber wir müssen das hier noch austauschen lassen. Und das hier muss ich irgendwann mal freischalten, oder? Ich weiß gar nicht, wie ich die hier freischalte, aber das liegt, glaube ich, an dem hier. Dass ich nur zwei Plätze habe. Ja, zwei Plätze. Also es gibt Teile, die wahrscheinlich sechs Plätze haben. Die haben wir aber noch nicht. Ja, das ist das Einzige, was ich zu dem Thema sagen kann. Wenn jemand anders dem Zuschauer noch helfen kann, dann kann er das gerne in die Kommentare schreiben. Wenn er die Folge hier verfolgt, ich hoffe zumindest, dass er das tut, dann könnt ihr euch da gerne austauschen und vielleicht auch helfen. Wie gesagt, ich kann nur von meiner Skillung ausgehen und da habe ich jetzt schon seit einiger Zeit den Keiler und der hält aktuell Akro, also der hat keine Probleme. Aber das sieht man ja auch im Netz. So. Wir sollen eingeschworene Hüter befreien. Kriegen wir hin. Ja, wie gesagt, bei Magiern kenne ich mich nicht gut aus. Ich habe, glaube ich, Nekromantie oder so mal geskillt, aber ich habe die ewig nicht gespielt. Und, wow. Das ist ja wohl mal eklig. Das ist so ein bisschen. Das erinnert mich so ein bisschen an, Gott, wie heißt denn dieses Alien-Spiel? Alien Isolations, genau. Das erinnert mich so ein bisschen. Da kriege ich Flashbacks dran. Übrigens, solche Spiele wird es zum Beispiel bei Let's Stream niemals geben. Solche Spiele, wo ich mich extrem erschrecken würde, Horror-Games oder sowas, da muss ich wirklich sagen, das wird nicht. Also da muss ich wirklich schon funken sein, glaube ich, weil ich hasse solche Spiele. Ich finde diese Story-Games zum Beispiel sehr, sehr cool. Little Hope zum Beispiel. Little Hope finde ich mega toll. Ich habe mir das einmal bei jemandem im Let's Play angeschaut, dann habe ich den Schluss nicht mitbekommen, habe es mir dann im YouTube nochmal angeguckt und so weiter, weil ich den Schluss mega toll fand. Aber ich würde es, glaube ich, nicht selber spielen. Weil ich mich bei Little Hope doch das ein oder andere Mal dezent erschreckt habe und es doch so einen leichten. Ich will jetzt mal nicht sagen Horror, aber so einen leichten Gruselfaktor hat. Und gucken ja, aber spielen ist dann doch wieder was ganz anderes.
Ja, für die Leute, die noch gar keine Ahnung haben, wovon ich überhaupt rede, Let's Stream, was meinst du? Eher unwahrscheinlich, dass ihr das nicht mitgekriegt habt, aber ich streame seit ungefähr 2 Wochen wie aktiv auf Twitch, nicht auf YouTube. Das ist vielleicht nicht ganz unwichtig zu ersehen. Jeder Stream wird, vorausgesetzt, er wird nicht stumm geschalten, das ist natürlich die Voraussetzung, wird auf YouTube veröffentlicht. Das heißt, ich exportiere ihn nach YouTube und ihr könnt das komplette. Den kompletten Stream nochmal nachschauen. Ansonsten ist der 14 Tage lang auch auf Twitch verfügbar. Wenn er stumm geschalten wird wegen falscher Musik, dann ist er natürlich was zu sehen, aber naja, nicht wirklich produktiv. Aber ansonsten werden alle Streams rübergepackt. Ich habe wirklich ungelogen schon überlegt, ob ich dafür einen extra Kanal aufmache, weil ich doch sehr krass meinen Kanal voll spamme, habe ich das Gefühl. Es gibt viele Zuschauer, YouTuber, die das vielleicht sogar machen würden. Aber ich glaube, dass ich weiß nicht, ob das was bringen würde, weil ich bin auf Twitch noch nicht wirklich groß. Überhaupt nicht. Ich weiß gar keine Zuschauer aktuell. Das ist normal, das weiß ich. Aber daher würde ich, glaube ich, nicht wirklich produktiv bleiben, wenn ich sagen würde, okay, ich packe diese Let's Streams praktisch auf einem extra Kanal. Wenn ich größer wäre, dann würde es vielleicht besser klappen. Dann könnte ich mir das schon eher vorstellen, aber ich glaube, zu gegebener Zeit würde ich es noch nicht machen. Das heißt, ich werde Let's Stream als extra Playlist natürlich führen, das ist ja klar. Und es bleibt erstmal so, dass ich die auf dem Hauptkanal mit hochladen. Veröffentliche. Wie auch immer. So. Haben wir jetzt am Arsch? Nee. Ah, okay, ich habe ihn auf den falschen Punkt herbeigerufen. So. Ja, wie gesagt, erstmal grundsätzlich die Frage, hättet ihr überhaupt Bock darauf, dass ich vielleicht 1, 2 Stunden Rift spiele? Zwischendurch mal so auf dem Stream. Dann würden wir aber natürlich nicht die Story weitermachen. Und mich würde es halt interessieren, ob ihr Bock darauf hättet, dass ich auf Ring spiele. Wir könnten ja auch zum Beispiel einfach mal im Stream die andere Seite spielen. Das wäre, glaube ich, sogar eine gute Idee. Ich glaube, das würde mir sogar am besten gefallen, die Skeptiker-Seite auf dem anderen Server. Das wäre theoretisch sogar ganz gut drin. Das ist sogar eine mega Idee, die ich gerade habe, ehrlich gesagt. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann auf dem Char hier natürlich spielen, da würden wir aber nur Risse machen. Weeklies wüsste ich ja nicht mal, ehrlich gesagt. Also wurden mir zwar geschrieben, dass ich auch Weeklies machen kann, aber ich weiß gar nicht, wo ich hin muss für die Weeklies und irgendwie sind die hier falsch. Kann das sein? Ah, jetzt muss ich. Weeklies irgendwie weiß ich nicht, wo ich da hin muss, was ich da machen muss und so weiter. Da bin ich noch nicht so auf dem Laufenden. Wenn man mir das natürlich schreibt, dann ist das ja kein Thema, dass ich die auch noch mitmachen kann.
Aber wie gesagt, mit dem hier könnte ich alles machen, bis auf die. Dann hätten wir die Möglichkeit, dass ich mit einem Wink einfach spiele. Der ist um die Level 60. Der ist schon in einem ganz anderen Gebiet, auf das wir definitiv irgendwann noch kommen werden. In diesem Unterwassergebiet ist die gute Dame nämlich. Ach ja, wir können ja hier nicht raus. Das ist eine Sache, die mich im Rift immer noch stört. Oder wenn da Interesse besteht, ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich interessant wäre, dass wir alle paar Wochen mal ein bisschen ein, zwei Stunden Rift spielen. Wie gesagt, das würde nicht jede Woche passieren, weil ich viele Spiele habe, die ich aktuell spiele. Dass wir einfach uns einfach mal die Skeptiker-Seite anschauen, wie dort die Startreihe ist und die Hauptstory und und. Also, die habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, erst einmal angefangen und auch nicht weitergespielt. Kenne eigentlich nur die Wächterseite. Helft Telara wieder aufzubauen. Jetzt muss ich schon wieder gehen, es tut mir leid. So, das ist eine unfassbare Geschichte. Die Auserwählten überraschen mich immer wieder. Der Schutz der Quellbrunnen muss ab sofort höchste Priorität haben. Diese Hüter wären nützliche Verbündete gegen die Hyrokari und all jene, die Flammenmaul befreien wollen. So, Bahnt und euch euren Weg. ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche und ein wunderschönes Wochenende. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu Let's Stream auch in die Kommentare und eventuell könnt ihr dem Zuschauer auch helfen, was ich angesprochen habe, vorgelesen habe. Wir sehen uns entweder bei Let's Stream, Dienstag, montags, mittwochs, freitags und sonntags. Freue mich dort. Wenn ihr auf Twitch geht, findet ihr meinen Kanal auch und ja, da sind auch die Streamzeiten hinterlegt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche zu einer neuen Folge von Rift wieder. Macht's gut!